Herzlich willkommen zum neunten Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Der Bundesrat ist die Vertretung der neuen österreichischen Bundesländer auf der Bundesebene. Man spricht auch von der Länderkammer. Der Bundesrat überprüft unter anderem jene Bundesgesetze, welche einen starken Einfluss auf die Bundesländer haben könnten. Der Bundesrat wird deshalb auch als Länderkammer bezeichnet. Der Bundesrat tritt in Wien zu gemeinsamen Sitzungen zusammen. Die Landtage entsenden die Mitglieder des Bundesrates. Die genaue Anzahl der Abgeordneten, die ein Landtag, also Bundesland, in den Bundesrat entsenden kann, ist abhängig vom Ergebnis der letzten Volksabstimmung und damit der Anzahl der stimmberechtigten Menschen im Bundesland. Die Bundesratsabgeordneten haben ein sogenanntes freies Mandat und sind so laut Gesetz bei ihren Entscheidungen unabhängig von den Landtagen, die sie entsenden. Es ist aber fraglich, ob die Landtage tatsächlich bereit sind, Abgeordnete in den Bundesrat zu entsenden, die sich wiederholt gegen die Anliegen der Landtagsabgeordneten und damit des Bundeslandes entscheiden. Eine Wiederwahl dieser Politikerinnen und Politiker kann zumindest angezweifelt werden. Der Bundesrat kann Bundesgesetze des Nationalrats verhindern, die eine Schlechterstellung der Bundesländer bewirken würden. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten absoluten Vetorecht. Diese Möglichkeit hat der Bundesrat aber nur bei sehr wenigen Gesetzen. Der Bundesrat kann das Wirksamwerden bestimmter Bundesgesetze dadurch aufschieben, dass diese an den Nationalrat zurückgewiesen werden. Wenn der Nationalrat diese Gesetze aber erneut beschließt, werden diese gültig. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenannten Beharrungsbeschluss des Nationalrats. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im 10. Video dieser Videopodcast-Reihe. Du entscheidest in deinem Bundesland mit, wie dort Demokratie gelebt wird. Bundesländer, Landtagswahlen.